Meine lieben Freunde, heute erzähle ich euch eine Sage, die in ihrer Grundform sehr oft vorkommt. Also, unsere Vorfahren sahen zum Beispiel eine Gesteinsform in der Natur, die sie sich nicht erklären konnten, und schon entstand eine Sage, die aus der Gedankenwelt der damaligen Zeit entstand. So oder so ähnlich war es wohl auch mit dem Teufelstisch auf dem Eberhardsberg bei Grävenberg. Nun habe ich ein kleines Porträt von Grävenberg entworfen, wie ich das immer bei meinen Sagenerzählungen mache. Dabei hielt ich mich größtenteils an den Stadtrundgang der Altstadtfreunde von Grävenberg. Und jetzt kommt ein Geheimtipp. Bei meinen Nachforschungen zu dieser Sage bin ich auf einen Schatz gestoßen, der mein Herz vor Freude höher schlagen ließ. Und wo der zu finden ist, das verrate ich euch am Schluss. Ihr werdet staunen. Grävenberg mit seinen rund 4.300 Einwohnern ist eine Stadt im Landkreis Forchheim. Es liegt am südlichen Ende Oberfrankens im Tal der Kalkach. Man nennt es auch das südliche Eingangstor zur fränkischen Schweiz. Die Kleinstadt liegt auf dem Arnstieg vom Albvorland zum fränkischen Jura. Diese mächtige Geländestufe musste auch die von Nürnberg nach Sachsen führende ehemalige Haupthandelsstraße überwinden. Um die wichtige Verkehrsader zu schützen und zu kontrollieren, wurde westlich der heutigen Altstadt über dem Bacheinschnitt der Kalkach eine hochmittelalterliche Burganlage errichtet, die heute nicht mehr existiert. Erstmals erwähnt wurde der Ortsname Grävenberge im Jahr 1172 in einer Urkunde des Abtes Eckehard vom Kloster Weißenohe. Zunächst erhielt Grävenberg mit seinen damals rund 200 Einwohnern im Jahr 1333 durch Kaiser Ludwig den Bayern das Marktrecht. Zur Stadt erhoben wurde Grävenberg 1371 von Kaiser Karl IV. Damit dürfte der Ort befestigt werden. Drei Stadttore, das Gesteiger Tor, das Hilpolsteiner Tor und das Egloffsteiner Tor, sowie große Teile der südlichen und westlichen Stadtmauer sind bis zum heutigen Tag erhalten. Um 1170 wurde mit Wirnd von Grävenberg der bedeutendste Sohn der Stadt geboren, der auch das Heldenepos Wigalois, der Ritter mit dem Rade, geschrieben hat. Vom 12. bis ins 14. Jahrhundert hinein war die Stadt im Besitz der Herren von Grävenberg und bis zum Ende des 15. Jahrhunderts waren die Nürnberger Patrizier Haller in Grävenberg die Herren. Vom frühen 16. Jahrhundert an kam Grävenberg dann in den Besitz der Reichsstadt Nürnberg. 1567 wurde die Stadt von der größten Brandkatastrophe ihrer Geschichte heimgesucht, ausgelöst durch die Unachtsamkeit eines Stallknechts. Dem Feuer fielen insgesamt 58 Häuser zum Opfer. 1632 war das Jahr der schlimmsten Plünderungen und Zerstörungen durch den Dreißigjährigen Krieg. Und 1778 ging ein verheerender Wolkenbruch nieder, der eine Flut auslöste, bei der 7 Menschen ums Leben kamen. Und das Gemälde an der Alten Post erinnert noch heute an den Waffenstillstand von 1866 im Bruderkrieg zwischen Preußen und Österreich. Grävenberg ist heute aufgrund seiner Lage ein beliebtes Ausflugsziel für Gäste aus dem Großraum Nürnberg und darüber hinaus. Der Eberhardsberg liegt in der Nähe dieses schönen Ortes und von dort erzähle ich euch also jetzt die Sage vom Teufelstisch, die ich bei Ferdinand Mehle gefunden habe. Ein Ritter Kuno, Schlossherr in Grävenberg, soll sich bei einem wüsten Gelage und unter dem Beifall seiner Zechgenossen beim Teufel zu Tisch geladen haben. Auf der Landstraß, da bin ich zu Haus.
da fahr ich die Straße, ja ein und ja aus. Da fahr ich die Straße, ja ein und ja aus. Und tatsächlich, einige Zeit später, überbrachte ihm eine vermummte Gestalt die Einladung des Satans zu einem Essen, das um Mitternacht auf dem Eberhardsberg stattfinden sollte. Wollte er nicht als Feigling gelten, dann musste der Ritter dieser Einladung unbedingt folgen. Auf dem Eberhardsberg angekommen, sah er, wie der Teufel aus den umherliegenden Felstrümmern einen Tisch errichtete. Und der war alsbald mit Speisen und Tränken jedweder Art beladen. Auf der Landstraß ist alles voll Staub. Da tragen die Bäume kein grasgrünes Laub. Da tragen die Bäume kein grasgrünes Laub. Stehend und schweigend wurde das Mahl eingenommen. Nach seiner Beendigung schlug der Ritter, wie er es gewohnt war, zum Dankgebet das Kreuz. Das aber bekam dem Teufel nicht. Der hätte nämlich als Nachspeise gerne die Seele seines Gastes mitgenommen. Mit einem fürchterlichen Fluch verschwand er in der Luft. Nur noch die hinterlassenen, ekelhaft stinkenden Schwefeldämpfe kündeten von seiner Anwesenheit. Der damals erbaute Tisch steht heute noch auf dem Eberhardsberg und heißt seit jener Zeit Teufelstisch. Von dem Staube, da werd ich nicht satt. Ich weiß, wo der Bauer die Wurst hängen hat. Ich weiß, wo der Bauer die Wurst hängen hat. Und nun verrate ich euch meine Entdeckung. Obige kleine Sage, und nicht nur die, wird noch viel schöner erzählt auf dem wunderbaren Gräfenberger Sagenweg, der 14 Stationen erfasst und 9 Kilometer lang ist. Die Idee zu diesem Weg hatte Jürgen Offermann und realisiert und ins Internet gestellt hat sie die Geschäftsführerin des Tourismusvereins Südliche Fränkische Schweiz, Frau Regine Bleckmann. Und ihr braucht nicht einmal nach Gräfenberg zu fahren, um diese Sagen zu genießen. Ihr öffnet nur die Internetseite www.sagenhaftes-gräfenberg.de und ladet dann die App herunter. Das Fazit aus obiger Sage lautet: Wenn ihr einer Besonderheit in der Natur begegnet, also zum Beispiel einem Felsen, der wie ein Tisch aussieht, dann dürft ihr davon ausgehen, dass sich unsere Vorfahren dazu eine Sage ausgedacht haben, weil ihnen eine naturwissenschaftliche Erklärung nicht zur Verfügung stand. Damit darf ich mich wieder verabschieden. Ich wünsche euch wie immer vor allem Gesundheit. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.